Seid gegrüßt, Schüler des Yu-Gi-Oh! Spiels. Heute lernen wir etwas über den Angriff und den Schaden. Und die Phasen eher nicht, weil die haben wir uns schon im letzten Kapitel befasst. Gut, das vorherige Kapitel hat den Spielfluss erklärt und wie man ein Monster beschwört. Dieses Kapitel bringt dir bei, ein Monster zu beschwören, wenn es sich nicht um den ersten Spielzug handelt. Das heißt wie? Also ja gut, ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal ein Monster. Welches ist egal, wir sehen ja nicht die Angriffs- und Verteidigungspunkte hier momentan. Wegen dieser verdammten Sprechblase. Ich hasse dich, schwarzes Magermädchen. Okay, ich setze es mal in die Verteidigung. Also man kann ein Monster in die Angriffsposition setzen, in dem Fall beschwört man es. Man kann es allerdings auch verdeckt setzen, und zwar in die Verteidigungsposition, und das sieht so. Ah, das Spiel will uns es uns nicht zulassen. Warum nicht? Na gut, dann nehmen wir Angriffsposition. Seufzt. Nun lass uns einen Spielzug und seine Phasen durchgehen. Das haben wir irgendwie schon. Aber wir können es ja nochmal schnell wiederholen. Wie du weißt, setzt sich ein Spielzug aus allen Aktionen zusammen, die ein Spieler ausführen kann, bevor der andere Spieler an der Reihe ist. Ein Spielzug ist in 6 Phasen unterteilt. Während jeder Phase kannst du jeweils bestimmte Dinge tun. Hier nochmal eine Wiederholung für euch. Die derzeitige Phase wird auf dem Bildschirm angezeigt. Ja, das ist hier nur wegen dem Spiel relevant. Ja, die stehen im Spiel hier oben. Aber wenn ihr das Kartenspiel spielt, dann ist es nicht so wichtig. Die erste Phase ist die Kartenziehphase, auch die Draw Phase genannt. Ja, kann nicht schaden, wenn wir das nochmal wiederholen. Ne, kennt ihr ja wahrscheinlich auch aus der Schule, dass ihr manchmal Sachen machen müsst, die ihr schon gemacht habt. Der Spieler, dessen Spielzug es ist... Was? Nochmal. Der Spieler, dessen Spielzug es ist... Was ist denn das für eine Grammatik? Also das Spiel wurde echt bescheuert übersetzt. Der Spieler am Zug zieht die oberste Karte von seinem Deck. Solange nichts anderes von einem speziellen Karteneffekt vorgegeben wurde, muss ein Spieler eine Karte ziehen. Wenn der Spieler keine Karte im Deck übrig hat und nicht ziehen kann, verliert er das Duell. Ja, das heißt so viel wie, wenn du keine Karten mehr in deinem Deck hast und du eine Karte ziehen musst, hast du das Duell verloren. Als nächstes folgt die Standby Phase. Ja, das kennen wir ja schon. Normalerweise passiert während dieser Phase nichts. Für genaue Erklärungen der Standby-Phase siehe Kapitel 8 über die Phasen. Als nächstes folgt die Main-Phase. Es gibt 2 Main-Phasen, Main-Phase 1 und Main-Phase 2. Momentan ist hier die Main-Phase 1 eingeleitet. Ja, hier ist die Main-Phase 2. Die Main-Phase nach der Standby-Phase wird Main-Phase 1 genannt. Die Main Phase nach der Kampfphase, also nach der Battle Phase, heißt Main Phase 2. Auch wenn sie unterschiedliche Namen haben, sind sie im Grunde gleich. Während deiner Main Phase kannst du Monster beschwören, Karten, Zauberkarten benutzen und so weiter. Die Kampfphase liegt zwischen der Main Phase 1 und der Main Phase 2. Ja, die muss man allerdings nicht durchführen. Man kann auch direkt von der Main Phase 1 auch in die Endphase gehen, dann kann man hier diese 2 Phasen eigentlich überspringen. Die Kampfphase ist die Phase, in der du mit Monstern, die sich in offener Angriffsposition, das heißt vertikal ausliegend, also so wie die Monster jetzt gerade da stehen, auf dem Spielfeld befinden, angreifen. Also man kann mit denen dann angreifen, wenn die Monster hier so quer oder nee, vertikal stehen, kann man in der Battle Phase dann Angriffe durchführen. Also aber jetzt nicht kämpfen musst, kannst du die Main-Phase überspringen, wenn du möchtest. Außerdem, wie im vorherigen Kapitel erklärt, kann der Spieler, der das Duell beginnt, in seinem ersten Zug die Kampfphase nicht verwenden, um anzugreifen. Also im ersten Zug kann man diese Battle Phase nicht durchführen. Dann muss man die quasi überspringen. Das heißt, dass es hier auch dann im ersten Zug keine Main-Phase 2 gibt. Denn das findet ja erst... Also die Main-Phase 2, sagen wir es mal so, die findet eigentlich nur statt, wenn man eine Battle Phase durchgeführt hat.
Ja, also wenn ihr keine Battle Phase durchgeführt habt, dann gibt es keine Main Phase 2, sondern man landet dann direkt in die Endphase über. Also die werden dann übersprungen. Wenn man allerdings eine Battle Phase durchführt, dann kommt man in die Main Phase 2. Man kann aber auch direkt seinen Zug danach beenden nach der Battle Phase, ohne einen Main Phase 2 durchführen zu müssen. Also das liegt am Spieler, ob man Main Phase 2 einleiten möchte oder gleich direkt in die Endphase geht nach der Battle Phase. Die letzte Phase ist die Endphase. Wenn du einen Spielzug beenden möchtest, wähle Endphase. Und in dem Fall müsst ihr das in einem Duell sagen, aber wenn ihr schon Profis seid, später dann vielleicht, dann ist es eigentlich schon klar, welche Phase gerade eingeleitet ist, dann erklärt sich das eigentlich von selber. Also, wenn du ein Spiel zu beenden möchtest, wähle Endphase. Für eine detaillierte Erklärung über Phase, siehe Kapitel 8 über die Phasen. Das wurde uns schon gesagt. Okay, wähle nun ein Monster auf deiner Seite des Spielfelds, mit dem du angreifen möchtest. Lass uns nun mit diesem Monster kämpfen. Gut, ja. Wie ihr vielleicht wisst, müssen wir die Battle-Phase einleiten, um einen Angriff starten zu können. Das heißt, ich starte jetzt die Battle-Phase und dann werden wir mit unseren Monstern angreifen können. Greife mit einem Monster an. Jedes Monster in offener Angriffsposition kann einmal angreifen. Wähle zuerst ein Monster auf deiner Seite des Spielfelds, mit dem du angreifen möchtest. Danach wähle ein Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners aus, das du angreifen möchtest, aus. Gut, ja, man kann hier natürlich nicht wahllos irgendwie angreifen, sondern man muss hier in dem Fall ja, die Angriffspunkte hier beachten eines Monsters. Hier ist leider wieder diese blöde Sprechblase im Weg. Hier würde ich es euch jetzt gerne erklären, wie man sich der Kampfschaden berechnet. Aber vielleicht kommt es hier ja noch. Ich hoffe, es wird nicht zu blöd erklärt. Ich greife jetzt einfach mal mit Pilzmann an. Er hat 800 ATK. Der Gegner hat 500 ATK. Ja, bei einem Angriff. Okay, jetzt ist sehr viel passiert. Das gegnerische Monster wurde zerstört und ein Gegner erleidet einen sogenannten Kampfschaden. Der war hier 300. Ich erkläre es euch jetzt mal, was passiert ist. Wir haben ein Monster mit einer ATK von 800 angreifen lassen, das ein Monster mit einer ATK von 500 hatte und dadurch stärker war. Also unser Monster war stärker als die des Gegners. Und zwar um 300 Punkte war es stärker. Da der Gegner ein Monster in der Angriffsposition hat oder hatte, wird die Differenz zwischen den beiden Angriffspunkten von den Lebenspunkten hier abgezogen, die der Gegner hat. Das war hier in dem Fall 300, ne? 800 minus 500, das sind die ATK vom Gegner, sind 300. Deswegen hat die jetzt hier 300 Kampfschaden erlitten. Genau, und so errechnet sich ein Kampfschaden. Falls ihr Fragen habt, wie gesagt, dann schreibt das in die Kommentare, weil ich glaube, das ist beim ersten Mal nicht so verständlich für manche. Also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das in die Kommentare, falls ihr es jetzt nicht verstanden habt. Und ich werde es euch noch detaillierter erläutern. Die Summe des Kampfschadens des Gegners wird von dessen Lebenspunkten abgezogen. Die Lebenspunkte eines Spielers werden, naja, am obersten Bildschirmrand angezeigt, also hier jetzt in dem Fall. Jeder Spieler startet mit 8000 Lebenspunkten am Anfang, das ist für ein übliches Duell so gedacht. Die Zahl zeigt deine Gesundheit an. Beide Spieler beginnen das Duell mit 8000 Lebenspunkten. Du gewinnst das Duell, wenn du es schaffst, die gegnerischen Lebenspunkte auf 0 zu reduzieren. Also, naja, eine Möglichkeit wäre, um zu gewinnen, dass man den Gegner möglichst viel von diesem Kampfschaden zufügt. Und wenn man das auf 0 reduziert hat, gewinnt man. Es gibt nicht allerdings nur Kampfschaden als Mittel, um den Gegner die Lebenspunkte zu klauen oder abzurauben, sondern man kann auch, es gibt auch Karteneffekte wie Zauberkarten, die den Gegner einen sogenannten Effektschaden zufügen und auch die Lebenspunkte reduzieren. Das allerdings kommt erst später. Lass uns nun sehen, wie Kämpfe entschieden werden. Wenn ein Monster in offener Angriffsposition kämpft,
Dann nutzt es seine Angriffskraft. ATK, hier nochmal eine kleine Wiederholung. Hier waren es 800. Wenn zwei Monster in offener Angriffsposition gegeneinander kämpfen, wird das Monster mit der niedrigeren ATK besiegt und seine Karte auf den Friedhof abgelegt. Ja, wir haben jetzt ein Monster zerstört und es liegt jetzt auf dem Friedhof, wie man hier sicherlich erkennen kann. Zusätzlich werden dem Spieler, dessen Monster verloren hat, die Differenz der ATK, also der Unterschied der ATK beider Monster, von seinen Lebenspunkten abgezogen. Das war hier in dem Fall 300. Bei unser Pilzmann hatte 300 ATK mehr als sein Insektenmonster. Im Kampf, den du gerade durchgeführt hast, hatte dein angreifendes Monster 800 ATK. Das angegriffene Monster hatte jedoch nur 500 ATK. Ne? 500 und 800, das ist die Differenz 300 und die wurde dem Gegner jetzt abgezogen. Das Ergebnis des Kampfes sieht so aus. Die gegnerische Karte, in dem Fall war es hier Basisinsekt, hatte die niedrigeren ATK und wurde somit besiegt. Der Kampfschaden wird wie folgt kalkuliert. 800 minus 500 ist 300. Daher verliert dein Gegner 300 Lebenspunkte. Die höhere ATK minus die niedrige ATK ist gleich Kampfschaden. Ja, das ist ein bisschen mathematisch hier. Die Lebenspunkte deines Gegners betrugen ursprünglich 8000. Und jetzt wurde der Kampfschaden abgezogen, also die 8000 minus der Kampfschaden, also das waren die 300, sind gleich 7700 Punkte. Somit hat dein Gegner nur noch 7700 Lebenspunkte. Auf deiner Spielfeldseite befindet sich noch ein Monster, das noch nicht angegriffen hat. Auf der Spielfeldseite deines Gegners gibt es keine Monster mehr. Wenn der Gegner keine Monster ausgespielt hat, können ihn deine Monster direkt angreifen. Das nennt man einen Direktangriff. Bei einem Direktangriff werden die ATK deines Monsters direkt von den Lebenspunkten deines Gegners abgezogen. So, probieren wir es mal. Also, wir können ihn jetzt direkt angreifen. Unser Pilzmann hat, oder unser menschlicher Schleim, ich glaube, der hat 1000 Angriffspunkte, ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt können wir die Lebenspunkte hier direkt mit einem direkten Angriff unseres Monsters reduzieren. Probieren wir es mal. Ja, wir haben ihn jetzt direkt angegriffen. Er hatte vorher 7700 Punkte. Wir haben ihn jetzt 800 direkt abgezogen durch unseren direkten Angriff und die Lebenspunkte von ihr auf 6900 reduziert. Das ist auch ein gebrauchtes Mittel, um die Lebenspunkte des Gegners zu reduzieren. Die Lebenspunkte des angreifenden Monsters werden von den gegnerischen Lebenspunkten abgezogen. 7700, das sind die Punkte vorher, minus 800, das sind die Angriffspunkte unseres Monsters, wir haben ihn ja direkt angegriffen, sind gleich 6900. Nun hat dein Gegner nur noch 6900 Lebenspunkte. Soweit zum Kampfschaden. Okay, was passiert, wenn zwei Monster mit der gleichen ATK gegeneinander kämpfen? Probieren wir es mal. Also beide Monster haben jetzt dieselbe Angriffskraft. Moki Moki und noch ein Moki Moki, ne, sind die gleichen Monster natürlich. Daher haben die auch die gleiche Angriffskraft. Wir greifen jetzt mal Moki Moki mit unserem eigenen Moki Moki an und schauen, was passiert. Wie du siehst, haben sich die beiden Monster gegenseitig zerstört und werden auf den Friedhof gelegt. 300 minus 300 ist 0. Daher verliert keiner der Spieler Lebenspunkte. Also wenn Monster mit der gleichen ATK gegeneinander kämpfen, werden beide Monster zerstört. Ist auch ein sehr gebrauchtes Mittel, um ja, möglichst viele Monster von dem Gegner zu säubern. Um dann vielleicht mit einem anderen Monster, was man vielleicht noch auf dem Feld hat, die Lebenspunkte dann direkt angreifen zu können. Aber das war nur ein Beispiel. Ja, also 300 minus 300, das sind die Angriffskraft von unserem Monster minus die Angriffskraft von seinem Monster ist gleich ein Unterschied von 0. Das heißt, beide würden jetzt an 0 Punkte abgezogen werden. Allerdings, ja, kann man von 8000 keine 0 abziehen.
Also verändert sich nichts. Ja, doch, eigentlich schon, mathematisch schon, ja, aber hier passiert dann eigentlich nichts. Also, wenn Monster mit der gleichen ATK gegeneinander kämpfen, merken, dann werden einfach beide Monster zerstört und keiner verliert Lebenspunkte. Greife auf diese Weise an, um die gegnerischen Lebenspunkte zu reduzieren. Reduziere die gegnerischen Lebenspunkte auf 0, um das Duell zu gewinnen. Du gewinnst das Duell ebenfalls, wenn dein Gegner keine Karte mehr von seinem Deck ziehen kann. Oder durch einen speziellen Karteneffekt. Also es gibt halt Karten wie zum Beispiel die Exodia-Karte. Das ist auch ein Mittel, um zu gewinnen. Diese Exodia-Teile, die sind allerdings sehr selten zu bekommen. Ein typisches Beispiel eines solchen Siegeseffektes ist der Effekt der Exodia-Karte. Die sehen wir hier. Der Effekt der Exodia ist, wenn du zusätzlich zu dieser Karte, also das ist ein Effektmonster. Effektmonster haben einen bestimmten Effekt, quasi wie Zauberkarten, dass die einen ja, Effekt haben. Bloß, dass sie halt ein Monster sind, also so wie Zauber und Monster zusammen quasi. Das ist ein Effektmonster. Wenn du zusätzlich zu dieser Karte rechtes Bein der Verbotenen, linkes Bein der Verbotenen, rechter Arm der Verbotenen und linker Arm der Verbotenen in deiner Hand hältst, gewinnst du das Duell. Ne? Das ist ein Siegeseffekt. Das ist auch ein Mittel, um zu gewinnen. Es gibt Decks, die spielen darauf, dass man alle fünf Teile der Exodia auf der Hand hat. Und ja, dann gewinnt man. Aber das ist alles nur fortgeschrittenes jetzt, was ihr jetzt wisst. Also, was ich euch jetzt beibringe, ist jetzt hier mit der Exodia, das ist eigentlich schon fortgeschrittenes Zeug. Wenn du alle fünf Karten in deiner Hand gesammelt hast, gewinnst du das Duell. Gut, wiederholen wir das Ganze nochmal. Man kann zu Zauber aktivieren und Monster zu beschwören. Ist es während der Kartenziehphase der Draw Phase? Ist es während der Main Phase? Oder ist es während der Kampf-Phase, der Battle-Phase? So, geht es für euch nochmal durch den Kopf. Die Lösung ist, es ist die Main-Phase. In der Main-Phase werden alle Monster und Zauber und Fallenkarten gelegt, gesetzt oder aktiviert. Was passiert, wenn du ein gegnerisches Monster mit niedrigeren ATK angreifst? Also wenn wir quasi mit einem Monster angreifen, was eine höhere ATK hat als die des Gegners. Zum Beispiel, wir greifen mit einem 800er Monster an und der Gegner hat ein Monster mit einer. Also wir haben nochmal von vorn. Also wir greifen mit einem Monster an, was eine ATK von 800 hat. Ein Monster an, was eine ATK von 500 hat. Was passiert denn da? Wird unser Monster besiegt? Wird das gegnerische Monster besiegt? Oder werden beide Monster besiegt? Jetzt ist es nochmal für euren Kopf durch. Die Lösung ist, das gegnerische Monster wird besiegt, denn wir haben die höhere ATK und es wird die Differenz der Lebenspunkte noch abgezogen vom Gegner. Was passiert, wenn zwei Monster mit derselben ATK kämpfen? Also wir greifen mit einem Monster an, was 500 ATK hat, ein Monster an, was auch 500 ATK hat. Wird unser Monster besiegt? Wird das gegnerische Monster besiegt? Oder werden beide Monster besiegt? Die Lösung ist, beide Monster werden besiegt. Ne? Mal 500 ATK. 500 ATK. Kämpft gegen 500 ATK. Ja, da werden beide zerstört, weil es keinen Sieger gibt, weil beide Monster gleich stark sind. Ne? Das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn so ein Goku gegen sich selber kämpft mit so einem fetten Kamehameha. Ja, dann wird erstmal das Kamehameha soweit sich in der Mitte von beiden Kontrahenten manifestiert haben und dann, boom, gibt es eine fette Explosion und keiner gewinnt. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Wodurch gewinnst du nicht das Duell? Also, wie verliert man quasi? Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Wodurch verlierst du das Duell? Sagen wir es mal so, dein Gegner hat keine Karten in seinem Deck. Achso, wie man kein Duell gewinnt. Also, es werden quasi die Möglichkeiten angezeigt, wie man nicht gewinnen kann. Ne? Also das Gegenteil von wie gewinnt man. Gewinnt man, wenn der Gegner keine Karten in seinem Deck hat? Quatsch, nochmal. Gewinnt man nicht, wenn der Gegner keine Karten in seinem Deck hat? Oder gewinnt man nicht, wenn man einen speziellen Karteneffekt in einem Duell benutzt?
Oder gewinnt man nicht, wenn die Lebens... Was ist denn das? Entschuldigung, aber... das sind alles Mittel und Wege, wie man gewinnen kann. Also das sind alles Mittel und Wege, wie man gewinnen kann. Entweder hat der Gegner keine Karten mehr in seinem Deck, entweder benutzt... Benutzen wir einen Effekt, mit dem wir das Duell gewinnen können, oder wir reduzieren die Lebenspunkte des Gegners auf null. Das sind alles Effekte, mit denen man gewinnen kann, aber hier steht da, wie man nicht gewinnt. Aber das sind ja alles. Oh, diese Frage ist fehlerhaft. Diese Frage ist fehlerhaft. Also, die Übersetzung ist echt schlecht. Auch wenn dein Gegner keine Karten mehr in seinem Deck übrig hat, ist das Duell noch nicht vorbei. Ach so, ah, stimmt, ja. Er muss doch eine Karte ziehen. Ah, doch, aber... Das ist nur eine Detailfrage. Gut, im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie man die Kampfposition eines Monsters verändert. Und wir werden eine neue Kampfposition kennenlernen. Die Verteidigungsposition, die habe ich schon in diesem Part versucht ein bisschen zu zeigen, ging allerdings nicht. Also im nächsten Part lernt ihr eine neue Kampfposition, die Verteidigungsposition und was dahinter steckt. Also dann in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Tutorial-Video wieder. Also bis dann!